Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. So, ich habe in der Zwischenzeit das Häuschen komplett die Gregorius oder wie der hieß, die Rüstung habe ich jetzt auch komplett. Habe jetzt auch komplett das Dorf ausgebaut, da hinten irgendwo. Da, irgendwo. Warte mal. Zeig mir, was vor uns liegt. Da? Gästehaus. Wartet ihr? Ah, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war gewesen. Da habe ich völlig übersehen gehabt. Dann hätten wir das nämlich schon aufbauen können, aber naja. Was habe ich noch gemacht? Ach so, ja, rüstungsmäßig habe ich jetzt hier die Mentorenrüstung an. Die sieht schon übelst nice aus. Habe auch den Gungnir, den Speer, habe ich immer noch drinne. Das Ding ist übelst. Das ist so immer, ja. Das ist... Pff. Aber ich wollte, glaube ich, noch eine andere Rüstung, weil nach kritischen Treffern wird Angriff erhöht. Okay, ich wollte aber, glaube ich, was wollte ich denn haben? Thors Mantel? Nee. Ich weiß das ja nicht mehr. Heldentotenmantel. Das klingt ja auch nicht verkehrt. Rüstung, Nahkampfschaden und Fernkampfschaden werden erhöht, wenn dies ausgerüstet ist. Heldentod. Georgius, genau. Hat dieselben Werte, wie wir jetzt haben. Heldentod. Haben wir hier noch mehr Heldentod? Hier ist noch eine Heldentod. Wie sieht denn die aus? War nicht mal so verkehrt, ne? Gut, wir lassen das erstmal so. Queste, untersuche die Absturzstelle. Nee, halt hier. Okay, das wollten wir ja machen. Eine Herausforderung der Götter. Dann werden wir dies auch tun. Was ist das denn hier? Warte mal, kann man das hier einsehen, was das für eine Aufgabe ist? In Refnatrop sind Besucher angekommen, die verdächtig großzügige Geschenke mitgebracht haben. Fremde mit Geschenken, Kapitel 1. Ah, aus Frankreich. Nee, das machen wir natürlich nicht. So, wir müssen... Sühnen, leite mich. Da hoch. Wir sind mit der Hauptstory durch. Ich habe auch mal geguckt. Da gibt wohl zwei Enden. Wer ist er denn? Nee, warte mal. Hier. Es gibt wohl zwei Enden. Ach, hier, das Reiten. Okay. Und wir haben das gute Ende bekommen, da Sigurd mit uns mitgekommen ist. Es gibt auch ein schlechtes Ende. Das ist denn, wenn Sigurd nicht mitkommt. Vorsicht, Mütterchen. Etwas fiel aus dem Himmel zur Erde, als wäre es mit Odins Stärke geworfen. Stärke, von der er sicher hoffte, er besäße sie. Die Gefahr ist vorüber. Doch sie,
Etwas kam dort am Berg zum Vorschein. Sieht fast wie eine Tür aus. Wenn dem so ist, dann führt diese Tür zu etwas, nach dem ich schon lange suche. Darf ich dich um deine Güte bitten, Drenger? Mein Name ist Eivor vom Rabenclan und es kommt darauf an, wie gütig ich sein soll. Wirst du mir eine Bleibe geben, derweil ich die Tür untersuche, Eivor vom Rabenclan? Ich gebe Fremden für gewöhnlich keine Unterkunft. Mein Name ist Hildiran. So, nun sind wir keine Fremden mehr. Ich bitte dich, wenn ich recht habe, handelt es sich um Freyas Tor. Erlaube mir zu bleiben und ich helfe dir, die Schätze auf der anderen Seite zu entdecken. Nun gut, ich gebe dir ein Fleckchen Land, um dich niederzulassen und die Früchte unserer Raubzüge, um zu bauen. Ich danke dir, sehr gütig. Die Götter sind dir gewogen. Ich mag gütig sein, doch ein Narr bin ich nicht. Alle müssen etwas beitragen und ich erwarte von dir dasselbe. Nun, das scheint mir nur recht und billig. Freyas Tor. Okay. Kann man das auch noch ausbauen? Bin ich jetzt mal neugierig, ne? Wir sagen der, die kann hier als Gast bleiben und die baut sich hier eine Hütte hin? Oder die Waldfee? Na gut, okay. Eivor, welch willkommener Besuch. Gefällt es dir? Du hast dir wirklich einiges verändert. Aber wie hilft dir das dabei, eine Steintür zu öffnen? Das ist ein Schrein für Freya. Wir brauchen ihre Gunst, wenn wir die versteckten Schätze heben wollen. Ah, jetzt heißt es also wir. Ich wusste doch, dass auch du sehen willst, was sich dort befindet. Komm, Freya verlangt nach einem Kampf, ehe sie uns hilft. Für einen Moment dachte ich, du forderst mich zu einem Kampf heraus. Sorge dich nicht, ich halte einiges aus. Ich kann unmöglich mit dir kämpfen. Ich würde dich töten. Versuch es doch. Greif mich an. Und jetzt steh auf, damit Freya ihren Kampf bekommt. Okay. Streng dich mehr an. Ja. Halte dich bloß nicht zurück. Immer schön drauf auf die Schwarte, wie damals bei Rocky in dieser Kühlhalle. Guck mal, wie das Blut da rauskommt, wie aus die Schweinehälften. Du bietest mir zu viel Angriffsfläche. Also wenn ihr noch nicht einmal getroffen, Mädchen. Oma. Komm mal. Jetzt hat sie uns getroffen. Mach mal hier nicht auf Matrix. Jawohl, Alter. Gut. Nun sieh her. Das ist schon wieder für ein Zauber hier. Heilige, was habt ihr denn da an? Greif mich nochmal an! Ich sehe, da ist das. Und wie kämpfst du mit der Stärke eines Berserkers? Ich kann es dir beibringen, doch zuerst kämpfe! Ach, verdammt. Ha!
So langsam. Zeig mir ja heute wieder von der besten Seite hier, wa? Sehr gut. Gut, das war gut. Ich sah bereits viele seltsame Dinge, doch so etwas noch nie. Welchen Zauber beherrschst du? Eine Seherin kämpft so nicht. Ich bin keine Seherin. Ich bin, was du vor dir siehst. Eine alte Kriegerin mit geheimem Wissen. Wenn das kein Seder war, was war's dann? Das war Kampfeinkehr. Du warst in Hugaheim, dem Reich des Geistes. Du kannst ohne Zurückhaltung angreifen und fürchtest keine Verletzung. Es ist eine geheime Ausbildung, von der nur wenige wissen. Und doch weißt du davon. Nun bist du froh, dass ich bleiben durfte, nicht wahr? Sehr. Sag, welche Rolle spielt dieses Kleinod dabei? Es ist ein Gefäß. Und es muss mit der Kraft gefüllt werden, die im Kampf frei wird. Doch dies gelingt nur mit solch einem Schrein. Man findet seinesgleichen in ganz Mercia. Ich habe noch viele Fragen. Ich verspreche dir, du wirst Antworten finden. Doch für den Anfang habe ich dir einen Schrein vermerkt. Gehe dorthin, kehre in deinen Geist ein. Das Kleinod wird dich nach Hugaheim ziehen. Und was passiert, wenn ich die Übung abgeschlossen habe? Dann kommst du zu mir zurück. Wohlan. Kennst du Valka? Etwas an dir erinnert mich an sie. Geh, Eivor. Geh und übe. Kehre beim angezeigten Schrein in deinen Geist ein. Rüstungen finden. Okay, gucken wir mal. Wa? Wo haben wir denn die hier? Sehen wir schon irgendwas hier? Ist das der hier? Ja. Prüfung des Bären, des Wolfes und des Raben. Na gut. Dann testen wir mal, was hier abgeht. Was geht ab? So, vorzugsweise machen wir erstmal den Bären, ne? Obwohl, warte mal, was ist denn meine Rüstung jetzt, die ich anhabe? Was ist denn der Rabe? Und dann machen wir erst den Rahmen. Ein neues Schnellreiseziel wurde zur Weltkarte hinzugefügt. Okay. Die
Dies sieht wie der Schrein aus, von dem sie sprach. Kampfeinkehr. Lassen wir uns überraschen, was uns das hier bringt und was uns hier erwartet, wa? Dann machen wir erstmal den Raben. Oh, ach hey. Regeln der Prüfung. Du verdienst, je nachdem, wie du dich in den einzelnen Prüfungen schlägst, Punkte, die du gegen Belohnungen eintauschen kannst. Hugerheim stattet dich mit Ausrüstung und Fähigkeiten aus, die du zum Bestehen der Prüfung brauchen wirst. Sie gehen aber nicht in deinen Besitz über. Okay. Ach hier, Punkte. Punkteauflistung. Eine Auflistung über die Vergabe von Punkten für die jeweiligen Aktionen. Abzeichen und Belohnungen. Zeigt die benötigten Punkte für jedes Abzeichen. Fahre drüber, um die jeweilige Belohnung zu sehen. Ausrüstung. Dies ist die Ausrüstung, die du für diese Herausforderung tragen wirst. Fahre drüber, um mehr Ausrüstung zu erfahren, Fähigkeiten. Die sind die Fähigkeiten, die du für deine Herausforderung, bla bla bla, okay. Neue Schwierigkeit. Der von dir eingestellte Schwierigkeitsgrad wird für die Dauer der Prüfung verändert. Danach wird er wieder auf den von dir gewählten zurückgesetzt. Okay. Magisterzeugs. Attentatsschaden. Wir haben eine Menge Attentatsschaden hier. Dolch. Was ist das denn hier? Rabenablenkung. Belohnung. 10 Halsketten oder was ist das? Nee. Okay, naja, gut, okay. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal und gucken, was hier passiert. Das heißt also, der Schwierigkeitsgrad wird hier für die Prüfung angepasst. Das ist also kein Larifari-Ding. Oh Gott, Buddha hat Angst. Wo ich doch so gut bin. Wir müssen töten. Bei den Göttern, als träumte ich und wäre doch wach. Kann dies wahrlich das Werk meines Geistes sein? Okay. Machen erstmal hier, was wir gelernt haben. Hä? Wo will der hin? Komm her. Jung. Und da sind, so wie ich sehe, 1, 2, 3, 4 Ziele oder sowas. Nee, hä? Okay.
Noch hat uns keiner gesehen. Ah, ich hab keine Dings. Wir haben hier keine Gegner, wir haben hier... Okay, ist schon voll. Na ja, gut. Okay, wir sind versteckt. Wenn man hier langsam genug durchgeht durch die Dinger, dann hören sie ihn auch nicht. Ich finde es lustig, dass wir einen Bogen haben. Aber keine Pfeile. Ich würde sagen, wir schalten erstmal den da hinten aus. So, gut. Ah, fuck. Was? Na, fick dich doch! Alter, fick doch die Henne, Alter! Leck mich doch am Arsch! Ach, leck mich doch! Ach, das ist scheiße! Eben gerade habe ich noch gedacht, denn so, beim letzten, da wird er dann wieder entdeckt. Ah. Fuck! So eine Scheiße, Alter. Ach, das ärgert mich jetzt aber richtig. Alles klar. Augen auf. Ach, das ärgert mich richtig. Er hat auch noch geguckt, wisst ihr?
Und nu? Naja. Okay. Zeig dir ab dem bla bla bla. So, was kann ich jetzt damit machen? Wir sollen ja nochmal zu dir zurückgehen, ne? Die Übung ist noch nicht beendet. Sammle mehr Abzeichen. Oh Gott. Na gut. Muss ich jetzt von jedem nochmal? Dann machen wir das erstmal. Was haben wir hier? Indirekte Tötungen. Ist auf jeden Fall sengender Fernangriff. Zünde die Spitze deines Pfeils an. Alles, was du damit triffst, fängt Feuer. Verbesserung. Erzeugt einen Bogen aus Feuer vor dir. Brandstecken. Okay. Ja, probieren wir das einfach mal. Wir machen mal jetzt jeder ihn mal durch. Mal gucken, ob das dann schon reicht. Ich nehme die erstmal am Stück auf. Eventuell kicken wir mal. Ich fühle mich gut. Das zählt doch auch als indirekte Tötung, oder? Sieh hier keinen mehr. Ach, da unten.
Bringt das überhaupt Punkte? Ich frage für einen Freund. Rennt er? Bringt ja auch nichts hier mit dem. Da ist da nichts mehr. Okay, das hätten wir geschafft. Bin ich da drin gut oder nicht? Kann das nicht mal beurteilen. Zu Gold hat es wieder nie gereicht, ne? Aber ist auf jeden Fall schon mal Bronze, so. Dann machen wir Prüfungsauswahl und wir machen mal den hier auch noch. Brigantenhose. Das ist der Türastritt. Gut. Na, da bin ich ja mal gespannt. Nahkampf. Da bin ich. Beseg mich. Wahrscheinlich nicht, Alter. Wahrscheinlich so übertriebener Schwierigkeitsgrad. Ein Moment. Nimm dein Schicksal an. Los, zu mir! Oh, ich sehe nichts. Zählt als Fallschaden gerade. Von dir bleibt nur eine Pütze! Die sind alle so stark, hier kann es sein? Nee, nicht alle. Vertrampelt die Made! Fahrt zur Hölle! Das finde ich gut! Was findest du gut? Zerquetscht den Käfer! Dein Leben ist verwirkt! Nicht, nicht darunter! Nimm das! Fuck! Und ihr bleibt eine Pütze! Tor verleiht mir Kraft. Das Haus gehört uns! Na? Mm.
Ah, sehr gut. Dein Fall ist so armselig. Jawohl, Alter. Sei wachsam. Silber haben wir noch gekriegt. Gold nicht mehr, verdammte Axt. Aber ich verstehe hier den Sinn hier irgendwie. Ja, doch. Also wir hätten jetzt wahrscheinlich erstmal alle töten müssen und dann zum Schluss die anderen aus. Fallschadentötung haben wir auch. Sieht gut aus. Ja, da hätten wir vielleicht noch ein bisschen was rausholen können. Gut. B. Damit hätten wir, glaube ich, jetzt alle abgeschlossen und können wieder zurück zu ihr. Dann schließen wir das auch ab. Hat doch perfekt gepasst in der Folge. Ich habe wieder was privat zu tun. Ihr habt gesehen, um was es hier geht. Besser geht's doch gar nicht. Ist abgeschlossen. Ich sollte zu Hildiran zurückkehren. Das ist gut. Du kommst hier jederzeit wieder her. Das ist doch top. Wo ist denn hier? Wo ist denn der Refner-Trupp? Jo, sehr schön. Freue ich mich. Alles auf Silber, das ist doch erstmal nicht so verkehrt. Die fungiert bestimmt gleich als Händler noch. Ob ich hier Gold kriegen tue, das lasse ich erstmal da so hingestellt. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Warte mal, dies. Ach, wir müssen hier immer rüber, wa? Wir mischen hier einmal rüber und dann hier hoch. Ach, jetzt habe ich mir ja nicht das Licht angeguckt. Ich habe da so ein Licht aufgebaut. Muss mal gucken, wenn es nachher noch dunkel ist, gehen wir da gleich mal gucken. Ich will das noch sehen im Dunkeln. Eivor, du bist zurück. Jo. Hier, ich bin fertig. Das hast du gut gemacht. Ich habe in meinem Leben viele Schätze gesammelt. Ich gebe sie fort, doch nur an Drängar, die ich für würdig erachte. Es wäre mir eine Ehre. Ah, guck mal hier. Hildirians Waren. Hildirian tauscht ihre Waren gegen die Kraft, die du in den Prüfungen erhältst. 15 davon. Können wir uns nicht mal leisten hier, den Mumpitz. Brocks Stolz. Brock war doch hier der eine Zwerg hier, ne? Trümps Zorn. Aber ich muss mal ein Foto machen. Mein Neffe heißt Trüm. Oh, ey, hat er noch verwackelt. Ich glaube, ich spinne. Hä? Habe ich hier irgendwas verpasst? Irgendwie macht er nicht das Foto, so wie ich das haben möchte. Hä, was ist das für Blödsinn? Was ist denn das, ein Bogen, ja? Okay, so, hier haben wir Dekoware. Schildtrophäe. Tapferkeit der Valkyria-Statue. Dunderbaum. Blaue Feuerstelle. Komm,
holen wir uns hier. Ja, immer davon. Unter die hier. Sehr gut. Gut, ja, dafür muss man ein bisschen was machen. Die Frage ist ja, ist das alles? Ich meine, du wirst eine Weile zu tun haben. Das ist klar. Aber... Komm gerne wieder, wenn du deine Ausbildung durch den Besuch weiterer Schreine fortsetzt, werde ich dir mächtigere Schätze schenken können. Ah, okay. Ich sollte meine Übungen fortsetzen. Neue Schreine der Meisterherausforderung sind jetzt verfügbar. Die kryptischen Lehren der Hildirian. Hildirian. Sammle Abzeichen 3 von 4. Bronzeabzeichen 3 von 9. Okay. Sieht man die hier irgendwo? Hier drüben ist noch einer. Versteckt in der Odin-Mine. Schnellreise dahin? Ja. Seht ihr noch einen? Den links unten, Hike schon. Da waren wir gerade. Vier irgendwo auf der Seite. Na, wo haben wir denn noch welche? Ne, ist nur noch der da oben, wa? Also haben wir jetzt zwei Schreine jetzt, oder was? Entweder gibt es hier noch mehr, oder... Ich sehe die bloß nicht. Also hier haben wir ihn und dann den unten, den wir da noch hatten. Naja, gut, okay. Ist ja nicht so schlimm. Sammle mehr Abzeichen. Ja, das mache ich aber dann privat. Das... Hier muss ich auch noch weitermachen, da ich sieben Abzeichen. Oder sieben erfüllte Aufträge habe ich jetzt da. Gut, Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Und ich würde sagen, als nächstes gehen wir dann alles Restliche an hier, die ganzen Bossgegner. Werden wir dann machen, die Dränger werden wir machen. Dann hier die übermächtigen drei Bosse hier, die Weiber, das sind drei also Hexenweiber. Die brauchen wir, um diese Rüstung hier freizuschalten. Das war, glaube ich, hier irgendwo, war ja ein Eingang. Hier ist der Eingang, da kommst du hin und da musstest du dann Sachen, ja, die du hier wahrscheinlich durch den Abschluss von denen hier kriegst. Ja, also wir haben noch zu tun. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein unentdeckter Ort. In Lunden. Ach, der ist in Weiß. Ach hier, und die Dings haben wir ja auch noch. Die Anomalien. Also wir haben zu tun. Wir haben noch ein bisschen zu tun. Und wenn wir damit durch sind, Freunde der Sonne, dann... Ja. Dann sind wir damit durch. In diesem Sinne würde ich sagen, haltet die Ohren steif und tüdelü.